Good morning, this is Women and X, we don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dame, c'est les femmes et les œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Guten Morgen, dies ist Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Die Eieruhr ist gestellt. Die Sendung dauert auf jeden Fall länger als 20 Minuten. Es geht wieder um das Thema Patientenverfügung. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt vor Gericht, von dem Amtsgericht Solingen verklagt. Deshalb beschäftige ich mich etwas intensiver mit dem Thema. So, ich muss mal gerade das Buch aufschlagen. Es geht um dieses Buch. Das Buch Patientenverfügung der Verbraucherzentrale NRW kostet 9,90 Euro. Gurgeln hilft voll. Als letztes hatten wir über gesetzliche Grundlagen geredet. Ich habe den Paragraphen zur den Parlamentsbeschluss zur geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung vorgelesen. Das ist der Paragraph 217 im Strafgesetzbuch. Danach kommt Schwangerschaftsabbruch, Schlaflosigkeit der Schwangerschaft, bla bla bla. Davor kommt Tötung auf Verlangen. Tötung auf Verlangen ist übrigens strafbar. 6 Monate bis zu 5 Jahre, der Versuch ist schon strafbar. So, wir sind angekommen beim Thema ärztliche Beratung. Es geht um Patientenverfügung. Der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin kommt zu Wort. Es gibt einen Infokasten. Es gibt ein großes Beispiel Pro- und Kontra-Sondenernährung mit einer präkutanen endoskopischen bei präkutaner endoskopischer Gastronomie. Nee, präkutan ist was anderes. Perkutan. Durch den Tukan. So. So, und das nächste Kapitel ist formelle Anforderungen. Die Sendung dauert mindestens 20 Minuten. Es kann losgehen. Ärztliche Beratung mit einer Patientenverfügung. Cool. Ich kann auch hier meine Hand auf dem Buch für Kräutermedizin ablegen. Mit einer Patientenverfügung legen Sie Wünsche für eine Situation fest, die Sie aus eigener Erfahrung wahrscheinlich gar nicht erkennen. Wer hat schon eine Vorstellung darüber, inwieweit ein Sterbender unter Hunger oder Durst leidet oder wie jemand mit fortgeschrittener Demenz die eigene Situation wahrnimmt? Umstände, die uns in gesunden Tagen als unerträglich erscheinen, können in der konkreten Situation von den Betroffenen ganz anders wahrgenommen werden. So berichten Menschen, die aus dem Wachkoma erwacht sind, davon, wie sie um ihr Leben gekämpft oder die Anwesenheit von vertrauten Personen als angenehm empfunden haben. Mit einer Patientenverfügung legen Sie Wünsche für eine Situation fest, die Sie aus eigener Erfahrung wahrscheinlich gar nicht kennen. Wer hat schon eine Vorstellung darüber, inwieweit ein Sterbender unter Hunger oder Durst leidet oder wie jemand mit fortgeschrittener Demenz die eigene Situation wahrnimmt?
Umstände, die uns in gesunden Tagen als unerträglich erscheinen, können in der konkreten Situation von den Betroffenen ganz anders wahrgenommen werden. So berichten Menschen, die aus dem Wachkoma erwacht sind, davon, wie sie um ihr Leben gekämpft oder die Anwesenheit von vertrauten Personen als angenehm empfunden haben. Wenn Sie also in einer Patientenverfügung bestimmten Behandlungsmöglichkeiten zustimmen wollen, andere ablehnen oder darlegen, ob und in welchen Fällen Sie die Beendigung lebensverlängernder Maßnahmen wünschen, lassen Sie sich am besten von einem Arzt Ihres Vertrauens, das muss nicht derjenige sein, der Sie vielleicht später einmal behandeln wird, ausführlich beraten, damit Sie die Konsequenzen Ihrer Entscheidung überblicken können. Im Rahmen der Behandlung einer Krankheit soll auch eine Beratung zum Verlauf, Behandlungsoptionen und gegebenenfalls auch zu den Konsequenzen der Nichtbehandlung erfolgen. Die Kosten dieser Behandlung werden von den Krankenkassen übernommen. Die Behandlung kann wichtige Hinweise für die Patientenverfügung enthalten. Auch wenn es nicht kostenlos ist, sollten Sie auf das Gespräch mit dem Arzt nicht verzichten. Nach den gesetzlichen Regelungen besteht zwar keine Pflicht zur ärztlichen Beratung, angesichts der weitreichenden Entscheidungen ist es aber sehr empfehlenswert, ärztlichen Rat einzuholen. Denn wer weiß schon, welche Komplikationen zum Beispiel bei einem Schlaganfall auftreten können. Mit welchen bleibenden Schäden bei unterschiedlichsten Erkrankungen zu rechnen ist, welche Chancen vergeben werden, wenn ohne zu differenzieren eine künstliche Ernährung, Magensondeinfusion pauschal abgelehnt wird und was der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen für das eigene Empfinden bedeutet. Angst vor Schmerzen ist häufig ein Grund dafür, dass Menschen sich einen schnellen Tod wünschen. Über die Anwendung von Schmerz- oder Betäubungsmitteln, insbesondere von Morphin, bestehen noch oft Vorurteile und Unsicherheiten. Weit verbreitet ist die unnötige Befürchtung, dass bei einem Menschen in seiner letzten Lebensphase eine Sucht entstehen könnte. Unnötig hier in Klammern, die ist nur unnötig, wenn er wirklich abnippelt, so, oder verreckt. Der Depp, der blöde verreckert da einmal, so, und jetzt. Um eine sehr unangenehme Begleiterscheinung der Morphingabe, eine Verstopfung, zu unterbinden, also wenn man nicht mehr AA machen kann, muss schon vom ersten Behandlungstag an vorbeugend ein wirksames Abführmittel eingesetzt werden. Vor allem zu Beginn der Behandlung kann Übelkeit auftreten, die mit einem entsprechenden Gegenmittel behandelt werden kann. Ganz ehrlich, wenn man das alles einnimmt, muss man sich auch nicht wundern, wenn man sofort von Morphin stirbt. So. Im Zweifelsfall lassen ihn einfach. Ich sag da besser nichts. So. Ich hätte beinahe verdursten gesagt, kommt in Krankenhaus eigentlich vor. Ebenfalls zu Behandlungsbeginn, aber auch bei späteren Dosissteigerungen kann Morphin Müdigkeit bewirken,
die sich jedoch im Verlauf wieder zurückbilden kann. Langfristig macht die Gabe von Morphin nicht müde und führt auch nicht zu einer Bewusstseinstrübung. Halte ich für ein Gerücht. Man wird von dem Zeug schneller doof als von hochdosiertem Alkohol. Mehr sage ich dazu nicht. Und dieser ganze Absatz hier ist sehr fragwürdig. Ich weiß auch nicht, warum die hier auf einmal Werbung für Medikamente machen und die Mehrfachgabe von Medikamenten. Meiner Meinung nach kann man Verstopfung auch wirksam mit einem warmen Schwall Wasser im Arschloch bekämpfen. Wenn man da kaltes Wasser reintut, regt das auch die Darmtätigkeit wieder an. Durch den richtigen Einsatz von Morphin kann Menschen in ihrer Lebensphase gut geholfen werden. Rechtzeitig vor dem erneuten Auftreten von Schmerzen eingenommen, kann Morphin den Betroffenen helfen, dauerhaft schmerzfrei zu bleiben und ihre letzte Lebensphase so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Hier wird im Grunde genommen nur dafür Werbung gemacht, sich mit Morphin umzubringen. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll, rechtzeitig vor den Schmerzen sowas einzunehmen. Kein Mensch weiß, wann die auftreten, gerade in der letzten Lebensphase. Oder ich habe gar nichts gelernt im Leben. Eine Patientenverfügung sollte also wohl durchdacht sein, damit eine pauschale oder leichtfertige Ablehnung bestimmter medizinischer Maßnahmen vermieden wird. Allerdings darf auch niemand gezwungen werden, eine Patientenverfügung zu erstellen, etwa als Bedingung für eine Heimaufnahme oder im Krankenhaus. So. Es sind noch gut 10 Minuten auf der Eieruhr. Der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Dr. Bernd Oliver Meyer, mit einem vertrauensvollen Lächeln und einer seriösen Brille. Jede Patientenverfügung hat eine gewisse Unschärfe, weil sie für Situationen in der Zukunft gilt, die man nicht zu 100% voraussehen kann. Es ist deshalb unsere Aufgabe als Ärzte, sie zu interpretieren und, wenn möglich, mit dem Patienten oder seinen Angehörigen zu sprechen, was genau mit einer Formulierung wie "Ich möchte keine künstliche Beatmung" gemeint ist. Wenn ein Beatmungsgerät abgeschaltet wird, sorgen wir mit Medikamenten dafür, dass der Patient nicht unter Lufthunger oder Luftnot leidet. Aha. Ich habe regelmäßig Lufthunger, ich habe einen Atemreflex. Wenn man den unterdrückt, ich weiß nicht. Ich finde das, was hier steht, fragwürdig. So, jetzt kommt noch das Beispiel Pro- und Contra-Sondenernährung und dann ist das Kapitel zur Patientenverfügung auch durch. Man muss ja auch irgendwann fertig werden. So.
Pro und Contra Sondenernährung mit einer PEG. Mit einer PEG, perkutane endoskopische Gastronomie, wird ein Schlauch aus Kunststoff, der als Ernährungssonde dient, im Rahmen einer Magenspiegelung durch die Bauchdecke in den Magen gelegt. Eine Ernährung mit speziellen chemischen Nährlösungen, wie sie bei der intravenösen Ernährung benötigt werden, ist bei der PEG nicht erforderlich. Künstlich ist allenfalls der Weg aus der Nahrung in den Magen, da Mund- und Speiseröhre ausgespart werden, warum auch immer. Über die PEG kann ein Mensch mit normalen Getränken oder flüssiger Kost ernährt werden. Ich glaube, es geht darum, dass der Magenverschluss nicht beschädigt wird und man sauer aufstößt. Ich weiß es aber nicht genau. Das ist auch schön. Naja. Auch Medikamente können so gegeben werden. Ich würde sowas, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, ich möchte mich zum Thema PEG auch gar nicht äußern. Ich glaube, ich würde im Krankenhaus nachfragen, in dem ich gerade behandelt werde, ob das regelmäßig gemacht wird und mich dann mal mit dem Arzt über Nebenwirkungen unterhalten. Mir fallen gerade spontan jede Menge ein. Eine PEG kann bei verschiedenen Erkrankungen, die mit Schluckstörungen einhergehen, sinnvoll sein. Wichtig für die Entscheidung kann sein, ob diese Schluckstörungen vorübergehend oder dauerhaft bestehen werden, beziehungsweise ob eine vorübergehende Gesundheitsstörung vorliegt oder mit weiterer Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu rechnen ist. Bei Schluckstörungen nach Schädel-Hirn-Verletzungen oder nach einem Schlaganfall kann zum Beispiel die Möglichkeit bestehen, dass der Patient durch spezielle Behandlung in einem Reha-Zentrum das Schlucken wiedererlernt und eine Ernährung über die PEG die Zeit bis dahin nur überbrücken soll. Danach wird die PEG entfernt und der Patient kann normal essen und trinken. Bei speziellen Strahlenbehandlungen oder Chemotherapie kann eine PEG-Sonde hilfreich sein, wenn die Gefahr besteht, dass der Patient während der Behandlung nicht ausreichend Nahrung oder Flüssigkeit aufnehmen kann. Andererseits kann die Anlage einer PEG-Sonde auch zu Konsequenzen führen, an die Patienten oder Angehörige zunächst nicht denken. Treten erhebliche Schluckstörungen zum Beispiel im Rahmen einer Demenzerkrankung auf, kann das Fortschreiten der Erkrankung durch die Ernährung über eine PEG-Sonde nicht aufgehalten werden. In der Vergangenheit hat auch das Vorhandensein einer PEG-Sonde schon dazu geführt, dass Demenzkranke fixiert wurden, da die Gefahr bestand, dass die Sonde bei Bewegungsunruhe selbst entfernt wurde. Zu gut Deutsch, die wollten die nicht am Bauch haben und sind dann fixiert worden. Ich weiß nicht, wer so eine Scheiße anordnet. Meiner Meinung nach gilt da wirklich der Patientenwille, auch bei Demenz. Gibt es ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das ist grenzwertig, zum Beispiel wenn jemand keine Flüssigkeit möchte. Das führt wirklich zu Krämpfen und zu Schmerzen, die grausam sind. Aber selbst da würde ich sagen, der Patientenwille gilt. Ich weiß nicht, nee. Hier wird... Man soll hier... Hier wird...
Toleranz für ein Pflege- und Ärzteverhalten angelegt, wo das überhaupt gar nicht angemessen ist. Ich finde das Heft nicht gut. Bis jetzt fand ich wirklich als einziges diese Tabelle überzeugend. Der ganze Rest ist... mir wird schon wieder anders. Neben ihren Vorteilen birgt die PEG auch Risiken. Bei der Gabe von Nahrung durch die Sonne muss sorgfältig auf eine gute Lagerung des Patienten geachtet werden. Liegt der Patient zu flach oder wird zu viel Nahrung auf einmal verabreicht, kann es einen Rückstau die Speiseröhre hinaufgeben. Dann entsteht die Gefahr, dass Speisebrei in die Luftröhre gelangt oder zu einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung führt. Übrigens, wenn man direkt durch die Speiseröhre ernährt und dafür in Kauf nimmt, dass die Magenpforte leicht beschädigt wird, besteht das Risiko nicht. Meiner ganz bescheidenen Meinung nach. Ich bin keine Pflegefachkraft, aber... Prinzipiell kann eine PEG auch wieder entfernt werden, wenn sie allerdings zunächst nach mutmaßlichem Patientenwillen gelegt wurde, kann dies nur erfolgen, wenn dafür eine neue Rechtsgrundlage vorliegt. Der tatsächliche Patientenwille zum Beispiel durch die Vorlage einer Patientenverfügung bekannt wird oder wenn der Patient wieder seinen Willen kundtun kann. Oder wenn der Patient wieder seinen Willen kundtun kann, also wenn man wieder sagen kann, was man möchte. Oder die Entfernung aus medizinischen Gründen sinnvoll ist. Nicht gerechtfertigt ist die Anlage einer PEG-Sonde, wenn zum Beispiel ein pflegebedürftiger Mensch nur langsam isst und trinkt und mit der PEG lediglich der Pflegeaufwand vermindert werden soll. Ich weiß bis heute nicht, warum man nicht den Magenzugang gerade nehmen kann. Mir leuchtet das gerade nicht ein. Ich weiß, dass früher Leute einen Schlauch durch die Speiseröhre bekommen haben, bis runter in den Magen, und dass man dann nicht mehr schlucken musste. Teilweise haben sie es auch nur in die Speiseröhre und haben es dann mit der Hand runtergedrückt und sind es im Magen angekommen, oder das Pflegepersonal hat das gemacht. Mir leuchtet aus medizinischer Sicht das gerade nicht ein. Naja, ich bin in Deutschland eh kein Arzt. Manche Patienten verzichten auf die Anlage einer PEG-Sonde. Mir wird gerade wieder anders. Bei absehbar tödlich verlaufender Erkrankung oder in der Endphase des Lebens. Das führt dann zu einer unzureichenden Zufuhr an Nahrung und Flüssigkeit, was man aber als natürlichen Vorgang ansehen kann. Anders als bei gesunden Menschen, die verdursten oder verhungern, muss das allmähliche Austrocknen von Menschen in ihrer letzten Lebensphase keinesfalls qualvoll sein. Den unangenehmen Begleiterscheinungen oder dann ebenfalls austrocknenden Schleimhäuten kann man mit einer Vielzahl pflegerischer Maßnahmen begegnen.
Das Austrocknen von Menschen in ihrer letzten Lebensphase muss keinesfalls qualvoll sein. Wenn man Morphin so nimmt, wie die das hier vorschlagen, mit Abführmitteln und zudröhnen bis zum Gehtnichtmehr, ist das auch nicht der Fall. Also ich glaube schon, dass es dann noch der Fall ist. Ich glaube auch noch, dass man die Schmerzen hat. Aber man kann nicht mehr krampfen und dann denken, alles geht ihm gut. Ich finde das, was hier steht, so dermaßen daneben, Gabel, das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Mit Appetitlosigkeit vor dem Frühstück schließe ich das Ganze. Ich glaube, ich bleibe heute Morgen wirklich nur beim Milchkaffee. Tschüss.